Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch. Das gab es jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Sonst gab es das immer regelmäßig, so alle ein, zwei Monate beim Buchwichteln. Aber die liebe Jana hat ja damit aufgehört. Vielleicht müsste man das irgendwie nochmal ins Leben rufen. Ich fand das eigentlich immer ganz schön, so alle ein, zwei Monate ein Paket mit Liebe zu packen und eins hoffentlich auch mit Liebe gepackt zurückzubekommen. Aber heute machen wir kein Buchwichteln oder allgemein kein Wichtelpaket auf. Nein, denn ich habe mir mal eine Zauberbüchse gegönnt. Ich schleiche da schon eine ganze Weile drum herum. Ich wollte unbedingt mal eine Bücherbüchse, Mordsbüchse oder Zauberbüchse oder Liebesbüchse, weil ich da noch nie eine von gekauft habe. So sieht das Ganze aus. Die Aufmachung von der Liebesbüchse und der Mordbüchse ist natürlich von den Symbolen her ein bisschen anders, aber in der Regel sehen die alle so aus. So, ich stelle das mal wie immer hier hinten hin, damit wir das unboxen können. Wer die Zauberbüchse und Co. nicht kennt, beziehungsweise die Bücherbüchse, ich verlinke den Shop mal unten in der Infobox. Das ist so ein Book-Merch-Shop. Da gibt es immer ganz viel Sondereditionen oder Sonderbuchschnittbücher. Da lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ich finde, die Mitarbeiter sind auch im Gegensatz zu anderen Book-Merch-Shops, ich möchte hier keine Namen nennen, sehr nett, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit und serviceorientiert. Von daher kaufe ich da gerne und gebe denen gern mein Geld. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Gerät mal aus. Mal ein bisschen mehr Spinat essen sollen hier. So, so sieht das Ganze aus. Die Box ist die Zauberbüchse aus dem Monat Juni. Ich wollte eigentlich den Juli bestellen, aber das, was zum Juni dabei gestanden hat, hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ich hatte Angst, dass die Juli-Büchse vielleicht noch jemanden spoilern könnte. Und die hier gibt es schon ein bisschen länger. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, sie mit euch zusammen auszupacken. Blutbündnis ist der Oberbegriff des Ganzen. Also ist immer so eine Spoilerkarte dabei, wo dann verschiedene Sachen draufstehen, die mit in der Box sind. Ich werde da jetzt nicht drauf gucken, weil ich ja noch nicht wissen will, was genau in der Box ist. Aber hier ist immer aufgezeichnet oder aufgedruckt, was in der Box ist, wer es designt hat, wer es hergestellt hat, wer es illustriert hat und so weiter und so weiter. So, jetzt werfen wir mal das ganze Zeug hier auf den Boden. Ich werde mich nachher wieder dafür hassen, dass ich das gemacht habe, wenn ich es einsammeln muss. Aber ich sehe schon den ersten Artikel. So, ist auch was drin. So, jetzt machen wir mal ganz ein Würstchen hier raus. So, und vielleicht hätte ich es auch drin lassen sollen, damit ihr das seht, was da drauf steht. Macht vielleicht Sinn. So, so hier. Das ist ein Trinkglas. Seven Sinners steht da drauf. Ich weiß noch nicht genau, was es damit auf sich hat, aber wir stellen es mal hier nach hinten. Gehört das vielleicht zu dem Buch, das da mit drin ist? Ist das vielleicht irgendwie so der Name einer Kneipe oder so? Oder eines Pubs? Es ist auf jeden Fall eine Schlange vorne mit drauf. Warten wir es mal ab. Noch mehr Würstchen. Ich habe das Gefühl, das Paket besteht nur aus Packmaterial. Wenn ihr hier meinen Boden sehen könntet. Der Boden besteht auch nur noch aus Packmaterial. So, das ist das Buch. Ich möchte jetzt nicht zuerst das Buch rausziehen. Ah, hier haben wir noch was. Ein Regenschirm. Und wenn ich jetzt den roten Regenschirm sehe, kann ich auch erahnen, welches Buch da drin sein wird. So, ich würde sagen, wir machen den jetzt einfach mal auf. Da ist auf jeden Fall was drauf gedruckt. So, Achtung. Einmal. Zweimal. Habe ich mir nämlich schon gedacht.
dass das da drauf sein wird. Red Society, Red Umbrella Society, so. Und genau so heißt das Buch, das ich gerade im Kopf hatte, nämlich auch. So, das Witzige ist, dass ich gerade vor ein paar Tagen zu jemandem gesagt habe, ich müsste mir mal so einen kleinen Knirps in mein Auto legen. Danke, liebe Bücherbüchse. Ihr habt mich mal wieder ausspioniert anscheinend. Ich habe jetzt meinen Knirps für ins Auto. Ach ja. Ich liebe das ja, wenn in solchen Boxen Dinge drin sind, die man auch wirklich benutzen kann. Ganz oft sind ja, keine Ahnung, 3 Millionen Charakterkarten drin. Die sind auch super schön und ich mag das ja auch. Aber im Endeffekt, was machst du danach mit den Charakterkarten? Oder sind einfach Dinge drin, die man nicht benutzen kann, die kein Mensch braucht. Und dann hast du das einfach zu Hause rumliegen und so ein Schirm, wie gesagt, in die Handtasche, ins Auto. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe in meinem Shop ja auch hin und wieder buchbezogene Buchboxen. Und ich versuche da auch immer Dinge reinzutun, die ich selbst haben wollen würde oder von denen ich wüsste, ich würde sie benutzen. Und es ist eben auch immer Schmuck mit dabei, weil in meinem Shop ja nicht nur Bookmerch, sondern auch Schmuck zu finden ist. So, aber das sollte jetzt keine Werbung für mich sein. Ich mache jetzt hier weiter. Hier ist nämlich auch noch so eine Illustration drin. Hinten drauf steht, Vorsicht, liebe Umbrellis. Hier wird es düster, gefährlich und prickelnd. Ich hoffe sehr, ihr habt Lust, mich und meine Heldin Skady auf ein rasantes Abenteuer in meiner Heimat New York zu begleiten. Ah, das ist ein Brief von der Autorin. Den lese ich euch jetzt nicht komplett vor. Aber ja, das sind wohl die beiden Protagonisten. I don't bite hat sie auf ihrem Fuß stehen. Oder auf ihrem Oberschenkel. Dann ist noch so ein Page-Overlay drin. Das heißt, wenn ihr das ins Buch reinlegt, dann schimmern so die Seiten und die Buchstaben und Wörter und Zeilen durch. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Und dann ist hier noch ein Puzzle dabei von den beiden Charakteren. Das ist auch cool. Also eine Illustration als Puzzle quasi. Das finde ich eigentlich echt eine coole Idee. Ich bin ja auch so ein Puzzle-Fan. Und ja, das hier hat jetzt, lass mich lügen, ich will jetzt mal sagen, es hat vielleicht 50 Teile oder so. Also das hast du relativ schnell gepuzzelt. Oh, das ist auch richtig schön. Das ist auch so eine, ja, so ein Lesezeichen mit einem Metallic-Print drauf. Auch wieder mit so einem Schmetterling. Ich bin gespannt, was dieser Schmetterling zu bedeuten hat. Der war nämlich hier auch überall mit drauf, dieser rote Schmetterling. Ja, und der Regenschirm. Und ich gehe mal davon aus, das soll die Protagonistin darstellen. Von den Haaren her. Und dann haben wir finally noch das Buch. Und ja, es war das, was ich natürlich erahnt habe. Red Umbrella Society, der Kuss des Schmetterlings. Also da haben wir auch wieder den Schmetterling. Mal gucken, ob ich die Folie mit der Hand kriege. Ohne das Buch zu beschädigen. Das ist ja immer so eine Sache. So, hier haben wir das gute Stück. Eine schlagfertige Diebin, ein attraktiver Detective und zwischen ihnen ein dunkles Geheimnis. Das Witzige ist, dass hier, das ist nicht aufgedruckt, das ist tatsächlich ein Cutout. Also das Cover, Moment, hat quasi einen kreisrunden Ausschnitt, um dieses Innenteil hier, den Mond und den Tower hervorzuheben. Und ich finde, dieses Design ist unheimlich schön gemacht. Also ich schlage es mal gerade im Kompletten auf. Also richtig schön gemacht. Ich lieb's. Und innen drin sind auch nochmal diese Illustrationen. Also das ist die Illustration von dem Puzzle. Und hier sind nochmal die Protagonisten und wer das ist, werden wir im Laufe des Buches wohl erfahren. Auf jeden Fall hat er einen roten Schirm, also ist er vielleicht der Obermotz dieser Umbrella Society? I don't know. Der Buchschnitt ist auch wie das Design schwarz-weiß gehalten. Ich glaube, das Originalbuch hat einen roten Buchschnitt, also nicht unirot, aber auch sehr verschnörkelt rot. Wenn ich dran denke, blende ich es euch mal hier ein, das Original. Oder wenn ich was dazu finde, wenn ich ein Bild dazu finde. Ja,
Ist auf jeden Fall ein Buch, das auf meiner Wunschliste steht. Ich habe es jetzt in der Sonderedition. Ich werde dann natürlich auch den zweiten Band in dieser Auflage holen müssen, das ist ja ganz klar. Aber ja, finde ich richtig schön. Wenn sie nur dieses Cover, dieses Schwarz-Weiße gemacht hätten, hätte ich es auch sehr schön gefunden. Also ich finde den Innenteil wunderschön. Es ist ein bisschen vermackt hier oben, aber ja, das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Muss mal gucken, wo es einen Platz in meinem Regal findet. Ich habe momentan wieder so die Bedenken, dass ich mal nochmal umräumen müsste, weil es mir schon wieder nicht gefällt und weil mir schon wieder der Platz ausgeht. First World Problems. Ihr Lieben, das war's schon wieder von mir. Das war das Unboxing zur Zauberbüchse aus dem Monat Juni. Ich packe euch den Shop in die Infobox. Ich packe euch das Originalbuch oder auch das Buch aus dem Shop. Ich denke, sie werden noch welche davon haben bei der Bücherbüchse. Packe ich euch auch in die Infobox. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!